Hallo, ich begrüße Sie. Entschuldige, dass Sie die Antwort. Das ist völlig in Ordnung. In Österreich ist das Wetter mittlerweile ein bisschen kühler geworden. Kommen Sie mit hier ran. Wir sind hier in der Stadt unterwegs und sind daran natürlich interessiert, wie die österreichische Bevölkerung den aktuellen Zusammenbruch des Bankensystems erlebt und nun dem Kapitalismus die kalte Schulter gezeigt wird. Sowieso. Wie fühlen Sie sich persönlich damit? Persönlich eigentlich gar nicht, weil ich der Mensch bin. Für mich ist Geld nur ein, möchte ich sagen, nicht der Inhalt des Lebens, ich brauche es zum Leben, ja. Aber ich möchte niemals Kapital daraus schlagen. Fühlen Sie sich vom System enttäuscht und verärgert? Eher enttäuscht wie verärgert. Wann hat das bei Ihnen angefangen? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich war noch kenne, die auch den Zusammenbruch, das haben wir erlebt. Und ich weiß, was das heißt, wenn die Wirtschaft kracht und dann kommt die Not und dann stehen alle auf der Straße, egal was sie sind, wer sie sind, woher sie kommen. Aber ist es nicht gerade die Ungerechtigkeit, dass die Großen, die Bonzen dieses Landes, hier Gelder veruntreut haben und die Bevölkerung jetzt drunter leidet? Das ist sowieso ungerecht. Weil gerade diese Menschen sollte man heranziehen und leider Gottes haben die Sonderverträge, ja, und die nützen das auch auf Kosten des Volkes. Was wäre Ihrer Meinung nach der richtige Weg, jetzt mit diesen Protagonisten, die daran Schuld und Verantwortung tragen, umzugehen? Da müsste man ehrlich sagen, jeden zweiten von der Politik anfangen bis zur Wirtschaft, die was hohe Funktionen haben, müsste man jeden Manager praktisch, ich verstehe Sie, tun. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier wirklich tatsächlich mitten im Epizentrum der Krise. Die Stimmung ist unsicher, die Leute sind verunsichert. Es läuft hier eigentlich nichts mehr richtig, wie es einmal lief. Bürgerkriegsähnliche Zustände, die hier das österreichische Stadtbild zeichnen, komplett Zusammenbruch der Wiener Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr, ganz besonders deutlich. Die Leute sind unsicher. Die Leute wissen nicht mehr so recht, wo es lang gehen soll. Unklarheit. John, können wir mal bitte kurz Maske machen? Hier ist nämlich der Burger, der fettet. Kann so nicht arbeiten. Könnt ihr mal bitte? Danke. Quasi kein Geschäft läuft mehr richtig. Nichts funktioniert. Wien ist an einem Punkt, wo es das letzte Mal war, als es noch zu Deutschland gehörte. Die Leute sind verunsichert. Viel Irritation. Hamsterkäufe finden statt. Die Leute kaufen Billa leer. Eine ursprünglich sehr, sehr effizient funktionierende Lebensmittelversorgungskette, die quasi nichts mehr hat. In vielerlei Hinsicht sind die Menschen irritiert. Tier als auch Mensch weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Die Menschen holen sich das, was sie brauchen. Wie lange sie das noch in Wien können werden, steht in den Sternen. Ich gebe an dieser Stelle erstmal zurück ins Studio und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.